Ein sowjetischer Astronaut filmte ein UFO und keiner seiner Chefs interessierte sich dafür. Ein anderer russischer Astroforscher entdeckte auf Fotos der Venus Spuren außerirdischen Lebens und auch hier gab es keine ernstzunehmende Untersuchung. Vor seinem Tod jedoch hat er seine Funde veröffentlicht und diese schockierten die Welt. Die Bilder und Geheimnisse, die wir euch jetzt zeigen, sind alarmierend und werfen viele Fragen auf. 1957 schoss die Sowjetunion den ersten Satelliten Sputnik 1 ins All. Dieser historische Moment war der Beginn des Weltraumzeitalters und des Wettlaufs ins All zwischen den USA und der Sowjetunion. Nur zwei Jahre später, 1959, gelang es der Luna 1 als erstem menschengemachten Objekt, den Mond zu erreichen. Ein weiterer bedeutender Meilenstein war 1961 die Mission von Juri Gagarin, der als erster Mensch im Weltraum um die Erde kreiste. Sein Flug mit der Vostok 1 sollte ein Triumph und Symbol der Überlegenheit der sowjetischen Raumfahrttechnologie sein. In den folgenden Jahren setzte die Sowjetunion ihre Erfolgsserie gerade so fort. 1965 führte Alexei Arapovich Leonow den ersten Weltraumspaziergang durch und 1971 wurde mit der Saljut 1 die erste Raumstation in den Orbit geschossen. Legendär waren zudem die Venera-Sonden, die in 13 Missionen den Planeten Venus so exakt untersuchten, wie es keinen Missionen vorher oder nachher gelungen ist. Die Bilder sind bis heute einzigartig und die besten Eindrücke der Venus, die wir haben. Heute, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat sich die russische Raumfahrtindustrie neu organisiert und ist wieder ein wichtiger Akteur auf dem internationalen Raumfahrtparkett. Roskosmos, die staatliche Raumfahrtbehörde Russlands, arbeitet heute allerdings eng mit der NASA und der ESA zusammen und alte Feindschaften sind zum Glück vergessen. Zu den aktuellen Großprojekten zählen die Beteiligung an der Internationalen Raumstation und die Entwicklung neuer Raumfahrzeuge wie die Soyuz MS und die Angara-Raketen. Es gibt auch Pläne für die Mondmissionen und die Erforschung des Mars in den kommenden Jahrzehnten. Trotz wissenschaftlicher und derzeit enormer politischer Herausforderungen bleibt Russland ein Pionier in der Raumfahrt und strebt danach, seine historischen Erfolge fortzusetzen und wie die USA und Europa den Mond und den Mars zu erforschen. UFO-Sichtung von einem sowjetischen Kosmonauten. Im Jahr 2020 war der russische Astronaut Ivan Vanga für einige Monate auf der ISS. Während seiner Forschungsmission auf der Internationalen Raumstation filmte er unter anderem die südlichen Lichter, auch bekannt als Aurora Australis, aus dem Weltraum. In dem Video tauchten plötzlich einzigartige Lichtformationen auf, die langsam über die Erde gleiten. Die Objekte erscheinen für etwa 52 Sekunden im Zeitraffer-Video. Viele Menschen, einschließlich Vanga, glaubten, dass es sich bei den Objekten um nicht-irdische Flugobjekte, sprich UFOs, handelte. Vanga reichte das Video zur Untersuchung bei seinen Vorgesetzten ein und bekam nie eine Rückmeldung. Das Video wurde einfach ignoriert. Vanga setzte den Film auf seine Social-Media-Präsenzen und äußerte sich verständnislos über das Desinteresse seiner ehemaligen Vorgesetzten. Auch die Verantwortlichen der ISS oder die NASA haben niemals einen Kommentar zu diesem Video abgegeben. Venera 13 und ihre Entdeckungen. Die Venera-Missionen waren, wie wir eingangs bereits angedeutet haben, ein Geniestreich der sowjetischen Raumfahrt. Unermüdlich schossen die Sowjets von den späten 60ern bis in die frühen 80er hinein Sonden auf unseren Nachbarplaneten. Trotz vieler Pleiten wurden die Missionen immer besser, bis nahezu perfekte Bilder und Messergebnisse vom giftigsten, unwirtlichsten und heißesten Planeten im Sonnensystem vorlagen. Das Highlight war Venera 13, die Venus im März 1982 erreichte und Panoramaaufnahmen schoss, die bis heute niemals übertroffen wurden. Venera 13 war die erste der sowjetischen Sonden, die klare und farbige Bilder von der Venusoberfläche zurück zur Erde schickte. Diese Bilder zeigten eine felsige und trockene Landschaft mit einem gelblich-orangenen Himmel. Rund um diese Mission ranken sich heute zahlreiche Legenden und Spekulationen, die besagen, dass die Sowjets brisante Informationen hatten, die sie niemals mit dem Rest der Welt teilten. Erst als westliche Forscher in der Atmosphäre der Venus Spuren von organischen Molekülen und damit Hinweise auf Leben fanden, wurden Stimmen laut, wonach russische Wissenschaftler davon schon lange wussten. Doch wieso haben sie dieses Wissen nicht geteilt? Vermutlich lag es am erbitterten Wettstreit, den sich die USA und die Sowjetunion im Kalten Krieg lieferten.
Die Sowjetunion veröffentlichte zwar die Bilder, mit denen sie ihren Triumph feiern konnte, doch brisante Informationen sowie umwerfende Entdeckungen wurden geheim gehalten, um den westlichen Wissenschaftlern keinen Vorteil zu verschaffen. Wahrscheinlich hatte die Sowjetunion selbst vor, eines Tages den Fund erster außerirdischer Lebensform zu verkünden, doch dann kam alles anders. Der Staat erlebte eine wirtschaftliche Krise, die Gelder fehlten, um weitere teure Raumfahrtunternehmen zu finanzieren, und schließlich brach die Sowjetunion zusammen. Vielleicht gingen wertvolle Informationen in den Besitz der russischen Regierung und Wissenschaft über, oder sie gingen in den Wirren der Revolution verloren. Der Fall Leonid Xanfomaliti. Leonid Xanfomaliti schockierte zu Beginn der 2010er Jahre die Welt. Der Astronom verkündete, was Russland oder die Sowjetunion angeblich wirklich über die Venus wissen. Leonid war ein renommierter russischer Wissenschaftler, der einen Großteil seiner Karriere dem Studium des Weltraums und insbesondere der Venus widmete. Nach seinem Studium an der Technischen Universität Leningrad arbeitete er für viele Jahre am Abastumani-Observatorium, bis er 1968 zum Space Research Institute kam, wo er ein Leben lang blieb. Dort leitete er das Labor für Photometrie und thermische Radiometrie. Xanfomaliti war auch an den sowjetischen Venera-Sonden in den 1970er und 80er Jahren beteiligt. Angeblich hatte der Wissenschaftler einige alte Fotos der Venera-Sonde noch einmal neu untersucht und dabei Unglaubliches entdeckt. Seinen Darstellungen zufolge sind in Aufnahmen, die 1982 von der sowjetischen Sonde Venera 13 geschossen wurden, Hinweise auf drei verschiedene Lebensformen zu sehen. Die verschiedenen Alien-Entitäten auf den Fotos sind ein scheibenförmiges Objekt, ein schwarzes, fledermausähnliches Objekt und ein skorpionähnliches Objekt. Diese Behauptungen wurden jedoch von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitestgehend in Frage gestellt und Xanfomaliti konnte seinen Verdacht auch nicht beweisen. Viele Experten waren der Meinung, dass die von Xanfomaliti identifizierten Aliens in Wahrheit Artefakte oder anderweitig erklärbare Störungen auf den Fotos waren. Einige könnten auch durch natürliche geologische Prozesse auf der Venus verursacht worden sein. Zwei der Aliens, die er angeblich sah, konnten nachher als mechanische Teile der Venera 13-Sonde identifiziert werden. Die Fotos, die Xanfomaliti analysierte, waren nicht geheim, sondern genau die, die von der sowjetischen Raumfahrtagentur veröffentlicht wurden, nachdem die Sonde 1982 auf der Venus gelandet war. Insgesamt, obwohl Xanfomaliti ein angesehener Wissenschaftler in seinem Fachgebiet war, wurden seine Behauptungen über Leben auf der Venus von den meisten seiner Kollegen nie akzeptiert. Der Wissenschaftler verstarb am 7. September 2019. Doch trotz aller Dementi und Widerlegungen hörten die Spekulationen rund um weitere, unterschlagene Beweise und Fotos von Aliens nie ganz auf. Die Informationspolitik von Institutionen wie der russischen Raumfahrtbehörde oder der NASA tragen auch nicht gerade wieder dazu bei, dass man diesen Einrichtungen Vertrauen schenken möchte. Zu oft sind Lügen enttarnt worden und es gibt zu viele Hinweise, dass es im All Dinge gibt, die offizielle Einrichtungen vor uns geheim halten. Alleine die vertuschten Unfälle der russischen Raumfahrt verleiten wieder dazu, wenig Vertrauen zu haben. Die vertuschten Katastrophen der russischen Raumfahrt. Die Geschichte der Raumfahrt kennt triumphale Erfolge genauso wie tragische Unfälle. Während des Kalten Krieges war das Raumfahrtrennen zwischen den USA und der Sowjetunion ein Symbol für den Wettbewerb zwischen den beiden Supermächten. Jeder wollte gewinnen und keiner der beiden Supernationen konnte sich Schwächen oder Rückschläge leisten. Als die USA Apollo 1 noch am Boden verlor und drei Astronauten auf tragische Weise verbrannten, trauerte eine ganze Nation. Der Schock saß, doch Präsident Kennedy ließ sich nicht beirren. Er wollte Amerikaner auf dem Mond sehen und trieb das Programm weiter voran. Auch der Sowjetunion sollen tragische Unfälle passiert sein und die wurden so weit wie möglich vertuscht, um die eigene Schwäche nicht zu zeigen. Es wird behauptet, dass vor Juri Gagarins historischem Flug im Jahr 1961 andere Kosmonauten ins All geschossen wurden und dabei ums Leben kamen. Diese Missionen seien von der sowjetischen Regierung vertuscht worden. Der Welt zeigte man nur die Bilder des Helden Juri Gagarin und die Täuschung gelang perfekt. Ein realer und dokumentierter Vorfall ist die Nedelin-Katastrophe von 1960. Beim Test einer Interkontinentalrakete auf dem Weltraumbahnhof Baikonur kam es zu einer Explosion, bei der viele Menschen, einschließlich des Marschalls Mitrofan Nedelin, ums Leben kamen. Dieser Vorfall wurde von der sowjetischen Regierung fast 30 Jahre lang geheim gehalten.
Ein weiterer tragischer Vorfall ereignete sich 1967 mit der Sojus-1-Mission. Der Kosmonaut Wladimir Komarow startete trotz bekannter technischer Probleme mit dem Raumschiff. Die Mission endete tragisch, als das Raumschiff beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abstürzte und Komarow ums Leben kam. 1971 starben drei Kosmonauten während der Rückkehr der Sojus 11 zur Erde. Ein plötzlicher Druckabfall im Raumschiff führte zum Tod der Besatzung. Die Filmaufnahmen waren tragisch und berühren bis heute die Herzen vieler Menschen. Die Sojus 11-Katastrophe war der erste und bisher einzige Vorfall, bei dem Menschen direkt im Weltraum starben. Alle anderen Opfer, wie beispielsweise auch die amerikanischen Space Shuttle-Astronauten, die bei den Unfällen mit der Challenger und Columbia ums Leben kamen, starben beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Es gibt auch Theorien über geheime sowjetische Mondmissionen. Einige behaupten, dass die Sowjetunion bemannte Mondlandungen versucht habe, die jedoch fehlschlugen und deshalb geheim gehalten wurden. Obwohl immer wieder Informationen durchsickern und Zufälle oder Recherchen Jahrzehnte später noch Wahrheiten ans Licht bringen, werden wir wahrscheinlich nie ganz wissen, was sich innerhalb der sowjetischen Raumfahrt, aber auch bei der NASA wirklich abspielt. Die Entdeckung organischer Moleküle führte zu Spekulationen über das mögliche Vorhandensein von Leben oder zumindest die Bedingungen, die das Leben in der Vergangenheit unterstützt haben könnten. Es ist wichtig zu betonen, dass organische Moleküle nicht unbedingt Leben bedeuten. In der Chemie bezieht sich der Begriff organisch auf kohlenstoffhaltige Verbindungen, unabhängig davon, ob sie von lebenden Organismen stammen oder nicht. Aktuelle russische Raummissionen. Die russische Raumfahrt ist nach wie vor aktiv und erfolgreich. Im Rahmen der ISS kooperieren Russen mit Amerikanern, Europäern und anderen Nationen. Viele sehen daher in der ISS ein Symbol des Friedens unter den Nationen. Vor dem Einmarsch in die Ukraine planten Russland und die ESA eine gemeinsame Mars-Mission mit dem Namen ExoMars. Die Sonde sollte nach Anzeichen von Leben auf dem Mars suchen und unser Wissen über die Marsatmosphäre und Geologie vertiefen. Erst vor ein paar Wochen scheiterte die russische Mondmission Luna 25 auf tragische Art und Weise. Der Lander, der eigentlich am Südpol auf Forschungsreise gehen sollte, knallte unkontrolliert auf die Mondoberfläche und war komplett zerstört. Apropos zerstört, wenn du jetzt am Boden zerstört bist, dass das Video schon zu Ende ist, klick gerne auf Like und Abonnieren, denn so verpasst du kein neues mehr. Bis bald.